Moin Moine, willkommen zurück zu einer neuen Folge Snorrunner. Jawohl, meine Apfelschorle neigt sich mit dem Ende zu. Und genauso ist es auch mit den Aufträgen in Yukon. Denn wir machen jetzt Förderbandbereich 3. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis oder so. So, wir brauchen Metallrollen, 4 Stück. Ziegel, 4 Stück. Betonplatte, die haben wir ja schon auf dem Anhänger. Der Kenworth W990 wartet schon darauf, die wegzubringen. So, und ich habe mir noch gedacht, der Mickey Mac, der kam letztes Mal nicht ganz so gut weg. Mit dem Super Heavy. Deswegen benutzen wir den nochmal mit dem Pritschen-Auflieger. Yes, Warnleuchte aktivieren. Ihr den Kanal abonnieren. Und wir ballern los. Jawoll, wir machen auch noch mal Licht an, damit wir ein bisschen mehr sehen. So, ab in den Haargang, so schnell es geht. Und wir sehen, der Mac. Oder wir sehen nicht mehr, wo er steht, denn er fährt weg. Der gute Mac. Defense. 917? M917. Genau. So. Wir fahren hier die Majosch-Abkürzung, die man nicht andersrum nehmen sollte, wenn man einen Super Heavy Auflieger hat. Hey. Immer diese Äste gerne nicht vorbeilassen wollen. So. Wir fahren mal hier ein bisschen außenrum. Und ich habe keinen Auflieger oder sowas hinten drauf, denn wir fahren jetzt zum Bahnhof. Jawohl. In überflutete Ausläufer. Vom Lachsberg aus geht das ja relativ fix. Wie man sieht, wir sind ja fast schon da. Einmal hier noch über die Brücke und dann können wir theoretisch entweder in den Gleisen folgen oder so ein bisschen da durch den Matsch. Aber es sollte ja eigentlich nicht so wild sein. Ich meine, wir haben halt hinten nichts drauf. Deswegen vom Leistungsgewicht ist es top. Der Mickey Mac ist sowieso ein sehr, sehr guter Truck, würde ich sagen. Dann gehen wir einen Lastengang. Na gut, jetzt ist es ein bisschen ins Stocken geraten, denn ich bin aber auch voll in den Matsch gefahren. Ich glaube, die Reifen vom Mac sind ja auch gar nicht so eine guten Matschreifen, sondern eher Offroad-Reifen. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, welche Reifen der jetzt drauf hat. Ich denke, der Vergangenheits-Majosch, der hat ihm da schon sehr gute Reifen draufgepackt. Für den Job. So. Gucken. Jawohl. Guck mal. Ab in den zweiten Gang und wieder ab in H-Gang. So. Hier vielleicht nicht ganz so durchs tiefe Wasser. Ah. Guck mal. Ey. Der ballert echt gut. Und dabei hat er noch nicht mal die Differentialsperre an. Das wäre noch richtig krass, wenn der Mac noch dauerhaft Differentialsperre an hätte. Dann wäre das richtig krasser Truck. Ich meine, der ist auch so schon krass, also. Von daher. Eigentlich braucht er nicht mehr besser zu sein. Der ist schon ziemlich gut. So, wir fahren hier mal rückwärts dran. Bisschen in Schlangenlinien, aber macht nichts. So. Wo ist er? Da. Einmal ein Plitschen auf Liga. Denn ich hatte gesehen, wir brauchen viermal Metallrollen. Und da wir ja ganz am Anfang Metallrollen überall, also hergestellt haben, alle die wir brauchten, war das für die Goldmine? Ich glaube schon. Haben wir die hier gar nicht abgeholt. Hahaha. 1, 2, 3, 4. Das gönne ich mir. So, müssen wir noch irgendwas mitnehmen?
Guck mal. Ah ne, Betonplatte gäbe es hier noch, aber sind keine mehr übrig. Na gut. Aber wir haben unsere ja auch schon. So, und jetzt ist nur die Frage, ob wir hier gut durch den Matsch kommen. Geh mal einen Haargang, mal gucken. Ein U-Boot haben wir gebaut, wa? Ah, ein bisschen geht's noch, aber ich glaube jetzt bleiben wir ein bisschen im Matsch hängen. Und müssen uns auf jeden Fall winden. Ja, mal gucken. Hilft uns hier der große Baum. Und hilft uns hier das ein bisschen Land. Nein. Schade. Dann gehen wir mal in Lastengang. Guck mal, jetzt können wir auch Differentialsprit anmachen. Das ist natürlich auch schick. Deswegen, ach, der Mac. Den kann man echt vielseitig benutzen. Fällt mir jetzt so gerade auf. Schön mit dem Schnellgetriebe. Dann kann man richtig schön schnell durch die Gegend ballern. Wenn man da nur so ein bisschen Matsch oder sowas hat. Also da kommt man echt schnell vom Fleck. Aber man kann ihm natürlich auch schön das Offroad-Getriebe reinpacken. Mit dem Lastengang Plus und dann mit Differentialsperre. Ist der nämlich, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut. Also der Mac, ein sehr schöner Truck. Wo gibt es den Mac? Ich glaube, in British Columbia war es, ne? Was ist das? Season 10? War das Season 10? Ich glaube, ja, ne? Season 11 war Skandinavien und Season 12 ist jetzt... weiß ich gar nicht. Irgendwas in Amerika, ne? Was war denn da nochmal die Besonderheit? Weiß ich gar nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin aber sowieso nicht up to date mit dem SnowRunner Game, weil ich hänge ja schon seit Ewigkeiten in Yukon fest. Oh. Achso. Muss natürlich auch in Automatik schalten, damit wir wieder rückwärts fahren können. So. Naja, festhängen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, hier mit dem Anhänger, mit dem Auflieger hingen wir fest, ja. Aber in Yukon festhängen ist es ja nicht wirklich. Es ist halt, machen hier die Aufgaben ganz normal. Und hier sind halt viele Aufgaben mit viel Materialbeschaffung und so weiter. Und viele Sachen zum Aufbauen. Eigentlich ja auch richtig cool. Deswegen, zum Beispiel diese Goldmine, die wir aufgebaut haben. Fand ich auch ziemlich cool. Hat auch Spaß gemacht. Vorhin gab es auch eine schöne Aufbauanimation. Und so weiter. Also, war sowieso ganz cool, weil man da... Wo ist es denn? Da hinten. Auf dem Berg fahren musste und sowas. Und dann... Hier ist ja halt alles voll mit Matsch und so weiter. Und da ist dann halt alles verschneit. Also, Yukon ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Bereich. Fand ich eigentlich ganz cool. Bis jetzt. Oder bis jetzt. Sagt er in der letzten Mission. Also ich fand ihn eigentlich die ganze Zeit ziemlich cool. Und Lachsberg, ja. Lachsberg ist dann halt mehr. Noch ein bisschen mehr Schnee und Eis. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass sich bei Lachsberg alles mehr so an diesen Schienen aufgehalten hat oder abgespielt hat von den Aufträgen und nicht ganz so viele Aufträge vielleicht da so im verschneiten Berg und so weiter waren. Aber hey, was soll's, wenn wir Schnee wollen, fahren wir nach Alaska.
oder so. So, und hier, ey, hier glänzt der Mickey Mac jetzt auch. Und sobald ich das sage, natürlich werden wir wieder langsamer. Naja, was soll's. Aber hier wird's ja auch schon wieder tiefer. So, wir müssen irgendwo den Windpunkte weiter vorne finden. Sehr schön. So, hier könnten wir aber wieder ein bisschen weiter links fahren. Vielleicht. Ah. Komm, machen wir mal Lastgang-Differentialsperre an. Mal gucken. Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, wir kommen hier ein bisschen schneller durch. Oder ein bisschen besser auch. Na gut, na gut. Habe eigentlich gedacht, die Folge wird relativ kurz. Vor allem, weil wir ja auch schon die Betonplatte fertig haben. So. Mal Automatik. Hier geht das doch. Sehr schön. Der schöne schwarze Mac Defense. Ich finde ihn auch mega cool. Also vom Aussehen her auf jeden Fall auch ein sehr hübscher Truck. Und ich mag das, wenn er so schwarz lackiert ist und vorne nämlich die Stoßstange auch so schwarz ist mit den roten Akzenten und so weiter. Das ist mega cool. So, wir tanken einmal kurz auf. Weil, warum nicht? Und außerdem hatten wir nur noch, ich weiß gar nicht mehr, 170 Liter oder sowas. Also Hälfte hatten wir, glaube ich, verbraten. So, komm, ab in Hagar. Aber aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Nicht so extrem viel Gas geben. Sehr gut. Sehr schön. Und jetzt kann er wieder glänzen. Aber hier auf der Straße. Das ist auch nicht besonders schwer. Da kann jeder Truck eigentlich glänzen. So, wo fahren wir lang? Hier. Ist auch lustig, man fährt diese Straße auch so selten in diese Richtung hier, ne? Also, fühlt sich irgendwie so ungewohnt an. So, mal gucken, ob wir es hier durch den Schlamm schaffen. Mit dem Haargang. Ja. Das letzte bisschen hier noch. Na komm. Ein bisschen mit der Winde helfen. Ich würde gerne da vorne eigentlich einen Baum haben, aber ja, sehr gut. Na komm. Ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Damit wir hier mehr Grip haben und... Ah, schade. Trotzdem unterdreht, aber macht nichts. So, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg und vor allem auch auf dem richtigen Weg. Denn da vorne ist auch schon der Abgabebereich. Und hier brauchen wir nur noch so ein bisschen rechts fahren. Sehr schön. So. 1, 2, 3, 4. Das gönne ich mir. Sehr schön. So. Wir fahren ein bisschen zurück. Und ich schau mal, wie wir das mit den Ziegeln und so weiter machen.
Yes, das war's mit der Apfelschorle. Und Wahlleuchte aktivieren. Hier den Kanal abonnieren. Wir fahren mit dem Azov Atom. Jawohl, wir müssen noch 4x Ziegel und eine Betonplatte liefern. Und die Betonplatte, das wäre auch noch von der letzten Folge. Und ich habe es vorhin ja auch, glaube ich, schon mal gesagt. Haben wir auf einem Anhänger mit dem Kenworth W990. Ach stimmt, hier gibt es auch noch Ziegel. Irgendwie habe ich noch gedacht, dass es nur hier vorne welche gibt. Cool, da können wir die direkt hier direkt wegsnacken. Nice. So. Ach, Altrott müssen wir noch aktivieren. Sehr schön. Obwohl, nee, ich nehme doch noch. Ich nehme die andere. Ich habe mir nämlich noch woanders welche gesucht. Oder es gibt noch woanders welche. Und da kommen wir auch so einigermaßen dran vorbei. Wieso bin ich in den Lastengang gegangen eigentlich? Das ist hier doch einigermaßen easy hier. Für den guten Azov Atom. Jawohl, hier. Sehr schön. So. Stützen ausfahren. Und wir bedienen den Kran. Und wir werden natürlich ein kleines bisschen überladen müssen. Denn der Atom doch, hat ja nur 3 Pritschenplätze. So, das ist auf dem Truck. Genau. Sehr gut. Nicht, dass wir das aus Versehen da wieder auf den Boden stellen. So, aber das wird ja nicht ganz so wild. Vor allem ist der Atom ja echt prädestiniert dafür zu überladen. Denn er hat diese schöne lange Pritsche und hinten auch oder den Auslegerkran hinten, sodass man ganz gut von hinten gegenhalten kann. Und dann hat er ja auch noch zusätzlich den guten russischen Auslegerkran, der halt nicht diese doofe Winde hat vorne. Oder, naja, nicht vorne. Das ist ja am hintersten Gelenk sozusagen. Da haben die amerikanischen Auslegerkräne oder Krane, beides korrekt, übrigens im Deutschen, habe ich auch gelernt, als ich an den Containerbrücken gearbeitet habe. Yes. So, genau. Da gibt es eine Winde und die hindert einen manchmal so ein bisschen daran, die überladenen Sachen so ein bisschen runter zu drücken mit der Winde. So, wir müssen dann jetzt hier nach rechts. Also wir hätten auch eigentlich einfach bei der Werkstatt landen können. Ah, was soll's. Komm, wir fahren hier nochmal ein kleines bisschen spazieren. Ist ja schließlich wahrscheinlich der letzte Auftrag hier in Yukon. Mann, Mann, Mann. So ein bisschen werde ich es vermissen. Ist das hier schon? Ja. Nein. Ach, guck mal. Hier gibt es auch nochmal. Hier ist bestimmt nochmal Holz, ne? Das habe ich ja komplett übersehen. Die ganze Zeit. Naja, was soll's. Jetzt ist es zu spät. Jetzt brauchen wir kein Holz mehr. Ja. Muss mal wieder ein bisschen gerade hinsetzen. Für mich ist es auch schon 6. Stunde hier. 3. Folge, die ich hintereinander aufnehme, aber ich würde ja gern halt Yukon beenden. So. Ziegel drauf. Und jetzt müssen wir auf die Verladerampe. Denn wir müssen überladen. So. Stützen ausfahren. Und den Kran nochmal benutzen. Na, komm mal her. Kleine Ziegelfisch hier. So. Und
Ich weiß noch nicht, welchen Bereich ich danach machen soll. Ihr könnt natürlich gerne wieder Vorschläge machen oder sonst irgendwas, aber wahrscheinlich werde ich sie eh nicht schnell genug lesen. Denn ich werde wahrscheinlich, bevor diese Folge hier online geht, beziehungsweise gepublished wird, veröffentlicht wird, was auch immer, werde ich wahrscheinlich schon neue SnowRunner-Folgen aufnehmen im neuen Bereich. Aber ich weiß wirklich nicht, welchen. Ich müsste mir vielleicht nochmal das schlaue Video angucken, welchen Reihenfolge man machen sollte, vielleicht von den Bereichen her. Oder aber, wozu ich eigentlich auch sehr viel Lust habe, ist, in einen neuen Bereich zu fahren. Wir fahren hier links. Einfach mal eine neue Season spielen. Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn jetzt direkt, und ich weiß gar nicht, wann die rauskommt, Season 13? Oh. Nein, das machen wir nicht. Ich habe nämlich keine Lust, hier noch zu kippen. Auf den letzten Metern sozusagen. So. Okay. Denn der Azov Atom ist natürlich sehr lang. Relativ hoch. Wir haben ihn jetzt natürlich auch noch ein bisschen krass beladen und so weiter. Und er ist halt ein bisschen schmal. Und deswegen ist er vielleicht so ein kleines bisschen kippanfälliger als so manche andere Truck. Allerdings können wir damit um. Ich meine, wir fahren ja auch den Twin Steer sogar ziemlich gerne. Also ich jedenfalls. Und der ist ja auch lang, relativ schmal und relativ hoch. Von daher, ich wollte zuerst auch den Twin Steer nehmen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass wir schon Ziegel auf dem Boden abgesetzt haben. Und der Twin Steer hat ja leider keinen Kran. Deswegen musste ich einen Truck nehmen, der einen Auslegerkran hat, um die halt wieder zu verladen, beziehungsweise, ja, um die überhaupt verladen zu können. Die Ziegel. So, der Mac steht auch noch hier. Guck mal, ich brauche noch immer einen Lastengang gehen. Das geht hier auch noch so. Sehr schön. So, Ziegel. 1, 2, 3. Sehr schön. Und nochmal verladen. Da wieder herstellen. Und den vierten auch noch. Sehr schön. So. Dann fahren wir den Azov Atom hier mal ein bisschen zur Seite. Ab in den Wald. Bis es knallt. Oder auch nicht. So. Haha. Das ist schön versteckt. Und jetzt holen wir uns noch den guten Kenworth. W990. Denn der hat noch was im Petto. Da hinten. Oder im Anhänger. Na gut. Dann halt wieder rückwärts. So. Oha, oha. Oh, diese Steglage, die macht mir schon wieder Sorgen. Na komm. Oh nein, 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 nein. Haben wir da irgendeinen Windenpunkt? Boah, zum Glück.
was ist hier schon wieder los? Immer auf den letzten Metern. Da ist... Immer ist irgendwas. Achso, ich weiß auch warum. Warnleuchten aktivieren. Ihr noch was Schönes kommentieren. Wenn ihr wollt. Ansonsten... Abonnieren. Und... Über irgendwas philosophieren. Oder auch nicht. Oder auf die nächste Folge warten. Die werde ich auch irgendwann bald starten. Jawohl. Ja. Mist. Das ist ja jetzt doch ein bisschen anstrengender für den... Na? Für den Kenworth. Der Weg. Und wir kippen die ganze Zeit hier. Mann, Mann, Mann. Was ist denn hier los? Das gefällt mir gar nicht. Ist der Anhänger irgendwo stecken geblieben? Nee. Das ist halt wirklich nur der Kenworth, der hier nicht... richtig losdüsen kann, ne? So, ich habe hier ein bisschen Sorgen schon wieder, dass wir wieder kippen. Hä? Das kann doch nicht sein. So. Hm. Das wirkte gerade ein bisschen komisch auf mich. Weiß ich nicht. Na gut, dann werden wir uns halt nochmal die letzten Meter, die letzten, was sind das, vielleicht 200 Meter oder was auch immer, die ganze Zeit winden müssen. Ärgerlich, ärgerlich. War die Handbremse drin? Nein. Ach, Mann. Ich habe gedacht, das geht nochmal fix hier. Weil der Kenworth natürlich auch richtig schnell unterwegs sein kann. Wenn wir denn mal in den Haargang kommen. So, aber mit Anhänger ist natürlich auch nochmal ein anderer Schnack. Und hier dieser Weg, der lässt uns einfach nicht. Das ist einfach zu schlammig hier. Ärgerlich, ärgerlich. Na komm schon, Kenworth. Gib alles. Aber... wir können kein bisschen hochschalten. So, hier. Ja, ich benutze hier die Winde noch zusätzlich. Weil wir wollen ja auch irgendwann fertig werden heute. So, ich will auch Feierabend genießen. Na komm. Na komm. Ach, Kenworth, komm schon. Hat es natürlich jetzt auch der Nachteil daran, dass er kein Alter hat. Also für solche Strecken ist auf jeden Fall überhaupt nicht zu gebrauchen. Aber das ist ja eigentlich auch klar. So. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, jetzt düsen wir nochmal richtig die letzten 50 Meter nochmal richtig hier durch, aber und irgendwie hat er so ein Fable dafür, hier Steine auszugraben, wa? Na gut. So. Naja. Ah, kannst du knicken hier. Ab in Lastengang. So, Differentialspritze ist immer an bei ihm. Ach ja. Dann fahren wir nochmal ganz gemütlich die letzten paar Meter. Und ich merke, mir ist ziemlich warm. Mann, 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 ich muss gleich mal das Fenster aufmachen. Aber wenn der Rechner SnowRunner rendern, was er immer muss, und dann noch gleichzeitig eine Folge aufnimmt, dann wird es auch schnell warm hier. So. Wir haben es geschafft. Goldabbau begonnen. Förderbandbereich 3. Die Förderstrecke, die der
Erdsortieranlage am nächsten liegt, ist fertig. Sollen wir sie in Betrieb nehmen? Ja. Und da vorne ist sie. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir haben Yukon durchgespielt. Passt. Außer die zwei Holzaufträge. Ups. Falscher Knopf. Außer aufgestockt und zum Wohle aller. Aber ganz ehrlich, das sind mir schon wieder zu viele Stämme. Das ist nicht so cool. Aber wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die cool fandet, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Kommentar und ein Abo. Würde mich freuen. Und ja, jetzt seht ihr nochmal ein kleines Video, wie ich den Super Heavy letztes Mal weggebracht habe. Das habe ich mir nämlich noch aufgenommen. Das war ganz cool. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Bereich. Ich muss mal gucken, welcher es sein wird. Aber es wird auf jeden Fall ein anderer Bereich als Yukon, denn wir sind hier fertig. Yes. Gut. Bis zum nächsten Mal.